Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen von der Berlin Brettspielcon 2018. Ihr habt ja vielleicht schon auf dem Kanal das ein oder andere Vorstellungsvideo gesehen und hier geht es auch weiter in sozusagen ein weiteres Video. Hier neben mir sitzt der Michael von Rudi Games. Schön, dass du da bist und du hast uns was mitgebracht. Ich sehe hier Lost Galaxy heißt das Ganze. Und ich sehe hier Karten und was noch viel faszinierender ist, ein Tablet. Genau, also das ist unser neues Spiel und zwar ein Kartenspiel mit App und spielt im Weltraum, heißt Lost Galaxy. Es gibt 4 Fraktionen. Die unterschiedlichen Fraktionen haben Spezialfähigkeiten. Die kann ich euch mal reinzeigen. Genau. Und das Ziel ist eben, Planeten aufzubauen von der eigenen Rasse und rechtzeitig zu evakuieren. Vor was ist zu evakuieren? Und zwar uns. Das große Übel greift uns an, oder? Also, die Fraktionen müssen ihre Planeten evakuieren, ihre eigene Rasse vor dem Aussterben sichern, und zwar vor der explodierenden Sonne. Und diese wird von der App übernommen. Ah, okay. Ich nehme mal das hier mal ganz kurz schon mal hoch. Man sieht hier sogar im Hintergrund bei Neues Spiel, sehen wir hier auch schon gefühlt so eine riesige Supernova da. Da hätte ich auch Angst auf jeden Fall. Und da scheint es nicht nur zu helfen, wenn man sich ins Raumschiff setzt wahrscheinlich, oder? Wir sind gespannt. Also hier Kartenspiel, App-Unterstützung. Ich würde sagen, wenn es geht, du meintest schon, Regeln und Sachen sind relativ überschaubar. Versuchen wir hier mal vielleicht so ein, zwei Ründchen zu absolvieren. Genau, also der positive Nebeneffekt von einer App ist eben, dass man keine Regel erklären muss, weil die App das... Das macht die App, wunderbar. Ja, wir spielen aber gleich los und starten mit 2 Fraktionen. Genau, und da haben wir uns schon mal im Vorfeld für quasi Cyborg oder die Syrians oder irgendwie so. Syrians, ja, die außerirdischen, also klassisch gehaltenen außerirdischen Wesen. Und ich bin mal ein Cyborg. Okay, und zwar, der Syrian hat eine Handkarte mehr. Verdammt, okay, naja, nichts. Mal sehen, was der Cyborg hat. Es ist ja noch das nicht heißt, zu spät. Die Auswahl ist größer. Und bei dir, der Cyborg, kann eine Stufe früher evakuieren. Das heißt, die Punkte werden schneller bei dir gesammelt. Sehr schön. Wunderbar. Das hört sich auch schon mal ganz gut an. Dann bereiten wir jetzt mal hier alles vor. Genau. Funktioniert ganz einfach. Neues Spiel. Das ist schon mal gut. Oh, man darf die Spiele auswählen. Das mache ich mal hier einfach. Ich drücke wahrscheinlich auf 1 und 2. Habe ich die ausgewählt? Die waren schon ausgewählt. Perfekt. Die App ist so intelligent, dass ich schon weiß, was wir wollen. Genau. Super. Da wir jetzt 2 Spieler sind, werden wir eine Karte, also eine Farbe entfernen. Das habe ich schon gemacht. Wunderbar. Dann klicken wir auf Weiter. Dann entscheidet die App, wer beginnt. Zufällig. Ah ja, jetzt flippt hier gerade so ein Coin und ich zeige das auch nochmal hier hoch. Blau beginnt, also unsere Aliens haben hier, ich wollte schon fast sagen, den Startvorteil, aber das werden wir gleich mal sehen. Jedenfalls starten sie. Jeder hat 5 Karten. Bei mir ist es eine. Eine mehr, das war deine sozusagen Spezialfähigkeit. Und da wir jetzt hier nicht quasi um Geld spielen, zeige ich euch mal meine Karten in die Kamera, auch wenn vielleicht der Michael dazu sieht. Ja? Wir haben also hier Zahlen auf unseren Karten und auch noch ein paar Symbole und auch schön illustrierte Weltraumgrafiken von unterschiedlichen Planeten und Raumschiffen. Genau. Und das, so beginnt das Spiel, indem wir Start klicken. Man sieht die Sonne. Ah, wir sehen die Sonne, genau. Aber man weiß nicht, wann die Sonne explodiert. Die Explosion ist dann auch das Spielende. Alles klar. Das also Spiel jetzt spielt sich 10 bis 15 Minuten, passt sich ein bisschen an die Spieleranzahl an und wir müssen los die Planeten aufbauen und evakuieren, bevor die Sonne explodiert. Jetzt läuft quasi schon ein Timer im Hintergrund, kann man sagen. Es gibt dann Zufallsereignisse, die dann auftreten. Wahrscheinlich, während wir jetzt reden, explodiert gleich die Sonne. Okay, also hau mal rein. Ich starte mal los. Ja. Man hat 8 Felder rundherum und beginnt mit einem 1er Planeten, baut dann auf, 2, 3, 4. Ab 4 kann man dann eben mit dem Raumschiff evakuieren und seine Punkte sammeln. Okay. Wir müssen jetzt also den Farben entsprechend rein, nein, oder? Du kannst, egal welche Farbe du hast, kannst du rauf und auch runter wieder leveln. Ja. Ich gehe mal weiter. Ich
lass dich mal aussetzen. Das lege ich mal hier hin. Oh, es ist was passiert. Wir haben. Du musst drücken. Was, wo? Hier drauf? Ich hätte den Satelliten erwischen müssen. Ja, genau. Eieiei, so ein Fuchs ist es. Satelliten, nichts erwähnt. Wahrscheinlich kommt gleich die Supernova. Ey, aber schön, okay. Genau, Ereignisse das ist hier. Einer unserer Zufalls- Perfekt. Ereignisse, wenn aber ich setze jetzt das auch. Vorbeifliegt, dann musst du schnell klicken und darfst du zusätzlich alles klar. Schade. Ich spiele noch einmal, weil du ja ausgesetzt hast. Ja. Die kommt auf dem Ablagestapel. Genau, nicht, dass du die gleich nochmal. Jetzt bin ich aber dran, oder? Nichts mehr. Ja, jetzt bist du. Ich darf noch nachziehen auf 6. Das heißt, du hast ja zwei Karten eben ausgespielt, ja? Du hast die gelegt und hast mich dann aussetzen lassen? Genau. Du kannst aber so viele Karten spielen. Ah, okay, okay. Du kannst jetzt da 2 drauflegen oder eine andere 1. Okay, ich lege hier eine andere 1 hin. Ich darf so viele ausspielen, wie ich möchte. Genau. Dann darf ich quasi... Oh, was ist da? Sonnenfinsternis. Müssen wir die Augen zumachen? Nein, dieses Superereignis sagt einfach, dass du nicht in deinem Zug evakuieren kannst. Ah, okay, okay. Also du spielst jetzt ganz normal weiter. Ja. Fertig. Klar. Dann spiele ich noch eine 1. Ja. Und was ist die Karte mit dem Sternsymbol? Ist das Evakuierungszeichen? Genau, wenn das das Raumschiff ist, das ist dann zum Evakuieren. Das kannst du aber schon ab Stufe 3, ich erst ab Stufe 4. Okay, wunderbar. Wenn du fertig bist, dann ziehst du nach auf 5 Karten. Ja, okay, dann ziehe ich nach, ich ziehe 2 nach. Machen wir jetzt weiter im Ereignis? Genau. Genau. Mhm. Also ich habe jetzt blöde Karten, ich werf alles ab und 6 neue Karten und dann bist aber du wieder dran. Dann bin ich dran, okay. Dann kann ich hier, hast du gesagt, ich kann hier die 2 drauflegen. Ja, korrekt. Dann kann ich die 3 drauflegen. Korrekt. Und dann kann ich evakuieren. Korrekt. Hey. Und das sind sehr gute Punkte, weil du hast sehr viele rote Planeten, auch keine von mir. Ja. Alle Planeten, die evakuiert werden, zählen Punkte. Und zwar für den jeweiligen Spieler. Das heißt, du kannst auch meine Planeten evakuieren. Ja. Das Raumschiff zählt 5 Punkte und die Planeten zählen die Punkte, die da drüber sind. Genau, okay. Aber nur in deiner Farbe. Also okay. Das ziehst du dann zu dir und du bist dann schon das weit voraus. Weit voraus für dir. Oh, guck mal, Sonnensturm minus 1. Genau, das heißt, dort wo der Pfeil hinzeigt, hier. Da wird ein Planet, der oberste Planet zerstört. Das heißt, dieser Planet kommt auf den Abreinstand. Weg. Perfekt. Und weiter. Das heißt, ich habe hier auch noch so eine Minus, also so eine X-Karte, das ist auch so ein Symbol drauf, sieht so aus von der Grafik, als wenn die auch einen Planet zerstört, die zerstört genau, auch einen Planet. Also minus 1 zerstört nur den obersten Planeten, minus X zerstört den ganzen Stab. Das ist ja eine harte Nummer. So. Okay, ich ziehe wieder auf 5 auf quasi, also ziehe ich 3, sehr dann schön. Dann bin ich dran, ich habe da mal eine 2 und auch auf 3 und 4. Das ist wieder ein Vorteil für dich. Ich evakuiere. Kann ich mit irgendeiner Aussetzen-Karte oder irgendwas, kann ich eingreifen in dein Spiel? Nee, das muss ich in meinen... Nein, also beim Evakuieren hast du keine Chance. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Planeten zerstöre, kannst du einen Schild aus... Das ist meiner. Aber doch, er hat es noch geschafft. Ja. Mann. So, jetzt darf ich 2 Karten dazu nehmen. Was ich noch sagen wollte, hier zum Beispiel habe ich jetzt 5 Punkte... Nochmal 5, aber du hast auch 5 Punkte, weil ich habe 2 Planeten von dir gerettet. Ah, cool, weil das ich ja rot bin quasi. Man muss eben versuchen, mehr von seinen eigenen Planeten zu evakuieren. Ich kann jetzt nur mehr 1 spielen und dann geht es weiter und du bist dran. Okay. Und wenn man dann schon ein paar Runden gespielt hat, dann geht das wirklich sehr fix. Dann geht das sehr fix. Dann kann ich hier quasi die 2 anlegen. Genau. Ich kann hier noch eine 1 ausspielen. Und dann kann ich dich nochmal aussetzen lassen. Und ich ziehe quasi aber erstmal nochmal auf 3 auf und schau mal, was hier. Schon die nächste Runde. Genau. Und dann kann ich quasi. Oh, das ist aber okay. Das sind ja auch Punkte wichtig. Dann spiele ich hier nochmal eine 3 aus. Und hier oben lege ich nochmal eine 1 hin. Und dann bist du wieder dran. Ja, ich zieh noch 2. Dann bald fertig werden. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt machst du gleich Peng. Genau. Das ist Die Supernova. Es ist alles, gleich fliegt mir das Gerät hier um die. Sehr schön. Ja, und das war eigentlich das Ende. Und jetzt kommt das Punktezählen. Ja. Und zwar Raumschiffe 5 Punkte und dann in der eigenen Farbe die Planeten. Ich habe von dir 2 Planeten gerettet. Das sind 5 Punkte für dich.
Ah, super. Und ich glaube, du hast. Das heißt, ich habe quasi 5, 10, 11 und nochmal 5 Punkte sind 16 Punkte. Ja. Und ich habe ein bisschen weniger. Es gibt also noch ein bisschen mehr Cyborgs in diesem Universum. Ja, wir sind ein bisschen. Flinker gewesen im Planetenretten sozusagen. Schöne Sache. Und hier quasi die gelbe und die blaue, das sind so neutrale. Blau warst du ja, aber gelb ist quasi neutral. Der würde sowohl für dich als auch für mich, wer den gerettet hat. Und schön, man hat jetzt hier gesehen, es ist eine, wie du schon sagst, relativ schnelle Kiste. Wenn man auch drin ist, geht es auch wirklich von zack, zack, zack und hier und da. Und klar, wahrscheinlich legt man vielleicht auch mal eine Karte irgendwie falsch hin oder vergisst das. Aber das ist ja wirklich schnell gespielt. Gibt es nochmal eine Runde. Ja. Und cool, ja, schöne interaktive Sache. Und wir haben jetzt gesehen, diese Satelliten, die hier rumfliegen. Wir hatten noch so ein, zwei. Gibt es noch ein eigenes, was wir jetzt noch nicht gesehen haben? Wir hatten, hier wurde was zerstört. Der erste Planet hatten genau, wir. Genau, der Sonnensturm hat zerstört einen oder mehrere Planeten, und zwar den obersten. Mhm. Dann gibt es die Sonnenfinsternis, da kann man nicht. Genau, das hast du gesagt, da kann man nicht evakuieren. Der Satellit, der hat den Vorteil, dass du zwei Karten zusätzlich nehmen kannst. Und es gibt dann auch noch einen Polsprung, der ist jetzt beim Zwei-Spieler nicht dabei, aber beim Mehrspieler wechselt dann die Spielrichtung. Und da es eine App ist, können wir jederzeit neue Szenarien, Fähigkeiten von den Stimmt, weil ihr habt, genau, das ist immer der große Vorteil, da gehen natürlich auch viele Verlage und Entwickler und wie auch immer darauf ein. Hier ist einfach nur ein Symbol und Name und es sagt ja nichts über die Fähigkeit, es ist nichts auf die Karte gedruckt, das kann dann alles hier in der App quasi aktualisiert werden, ist immer ein cleverer Schachzug. Genau. Und ja, super. Wir hören natürlich auf unsere Community, jede App hat am Ende eine Möglichkeit, wo du Feedback geben kannst. Die sammeln wir natürlich und verbessern unsere App stetig. Und die Updates sind natürlich kostenlos. Ja, schön. Also heutzutage muss man ja sagen, hat ein Großteil ein Smartphone, ein Tablet oder ähnliches. Klar, man kann sowieso nie das eine Spiel für alle machen. Und insofern ist hier quasi der kleine Wermutstropfen, ihr braucht dieses technische Gerät, aber ein Großteil der Leute hat das heutzutage. Und ihr habt gesehen, wir haben, also du kannst es auch, glaube ich, gut auf dem Smartphone spielen. Ne? Genau. Das ist ja jetzt hier gar nicht ein großes Tablet gewesen, das ist ja ein größeres Handy hier. Das, denke ich, ist einfach kein Thema. Und ja, schöne, schnelle, flinke Sache. Wenn ihr auf sowas Bock habt, schaut euch das quasi mal an. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch so ein bisschen was in der Pipeline, so in der Entwicklung her? Könnt ihr noch so ein bisschen was anteasern? Gibt es dieses Spiel jetzt eigentlich auch schon, ist das schon käuflich zu erwerben oder wann geht das? Ja, also das ist unser drittes Spiel mittlerweile und unser erstes Kartenspiel mit App. Das ist ab nächste Woche wird es ausgeliefert, es ist aber schon erhältlich, du kannst es ganz normal bei uns auf dem Webshop vorbestellen, später auch auf Amazon und diverse Kanäle. Unsere Ausschau für Spielneuheiten für dieses Jahr sind geplant zwei weitere Spiele. Eins ist schon ein bisschen durchgesickert, das ist Scooby Sea Saga, das ist ein bisschen ein Familien-Kinderspiel, hat so Ähnlichkeit mit Candy Crush Saga, mit Bändchen, wo du eben gewisse Konstellationen sammeln musst und da gibt es dann auch einen bösen Hai und da kommt jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr, sind wir aber noch in der Entwicklung und dann kommt noch ein Spiel dazu, aber das steckt noch in den Kinderschuhen und wir hoffen, dass wir das vor Weihnachten auch noch herauszaubern können. Wunderbar, da ist also bei Woody Games keine Langeweile angesetzt, das ist ja auch schön. Dann Michael, ich bedanke mich, dass du hier warst. Danke. Dann wünsche ich euch natürlich weiterhin viel Erfolg, dass ihr viele tolle Spiele unter die Leute bringen könnt und ihr schaut euch einfach mal weiter auf dem Kanal um nach Spielen, die euch interessieren oder nachdem wir sie euch vorgestellt haben, interessieren. Ich verabschiede mich also erstmal für dieses Video. Bis dahin, ciao! Tschüss! Tschüss, Mama!